bist aber ziemlich eitel für einen Penner. Naja, ist wie bei den Viechern. Da plüstern sich die Männchen auf, sind total bunt und so, damit die Frauen sich den Schönsten raussuchen können. Das ist Evolution. Was ist mit Claudia? Hat die nicht eine Penne für dich? Die ist doch quasi deine Braut. Die ist eine Braut, nicht meine Braut. Sie will ihn nicht, weil er keine Kohle hat. Warte mal ab. Bald mache ich ganz große Kunst und dann kannst du mir nämlich... Große Kunst! Klaus Barkowski, weißt du was? Wenn du malen willst, dann streich eine Wand an, dass wir wenigstens bezahlen. Das sagt der, der auf dem Fischmarkt die Kisten schleppt, ne? Nee, das ist mein Conditraining gepfosten. Wie ist es, tue ich fast, mein Ziel zu erreichen? So eine Karre kaufe ich mir auch nach meinem ersten Profikampf. Ich werde nie so einen Wagen fahren. Keiner von uns wird je so einen Wagen fahren. Ich fahre was Italienisches. Maserati, Lamborghini. Grand Fiat. Was? Was? Ist doch stark. Jetzt dreht er komplett ab. Oh nee, ey, da krieg ich einen Kackreiz. Klaus, was sind denn das für Latschen, Mann? Damit bist du die größte Lachnummer vom ganzen Tschausen, ey. Häng Stinke an, die lieber raus zum Lüften. Es mieft hier irgendwie nach altem Fisch. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Du Klatsch! Hey. Beherrsch dich doch mal. Du hast da was. Was? Schönheit. Ich bin der Klaus Barkowski. Zuhälter sei er nicht, sagt der schöne Klaus, sondern Milieumanager. Milieumanager? Ja, egal, ich piss mich ein. Ulala, hast dich ja richtig fein gemacht. Ja, sieht gut aus, ne? Ist nur schade um den feinen Zwirn, ne? Wo brennt's denn, Herr Hauptmann? Was war das eben? Was? Das? Oh, du Wichsbüchse! Ich schraub das Scheißding jetzt auseinander! Kann doch nicht sein! Mann! Du rastest jetzt hier auf dem Automaten aus und wenn Biedel mir einen Finger verdreht, machst du nichts, oder was? Guck mal, wie die uns angucken. Die denken, wir sind Freier. Und warum kobern die uns dann nicht? Wir sind der neue heiße Scheiß und das wissen die. Neue Bumsbrötchen. Warum denn? Das ist doch lustig, das ist ein Lacher hier. Wegen Nutella-Bundle. Du hast eins nicht kapiert. Du bist die Vergangenheit. Ich bin die neue Generation, Frieda. So nannten wir uns. Die Nutella-Bundle.